Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Das Spiel V Rising hat im Early Access bereits 70.000 Bewertungen gesammelt und steht bei sehr positiv. Jetzt gerade eben ist die 1.0 erschienen, also das Spiel hat den Early Access verlassen und wir schauen uns daher jetzt an, wie V Rising auf dem Steam Deck läuft und vor allen Dingen, wie denn jetzt die Steuerung funktioniert. Ich bin super gespannt. Lasst es uns gemeinsam rausfinden. Ganz viel Spaß mit V Rising auf dem Steam Deck. So, wir gehen rein. Ihr seht, das ist die Version, nein, ihr seht es hier nicht, aber es ist trotzdem die Version 1.0, das könnt ihr gleich sehen. Wir machen mal ein Online-Spiel. Ich habe einmal gerade ganz kurz in die, Fresh Start, hört sich gut an, einmal ganz kurz in die Einstellung geguckt. Wir spielen auf 720p. Es ist alles auf hoch eingestellt. Mal gucken, ob es läuft oder nicht. Unter mir seht ihr gerade die Versionsnummer, wie gesagt, 1.0.0. Jetzt direkt nach Full Release ist das Spiel immer noch auf gelb, auf spielbar. Was dort beschrieben wird, ist, dass wir einmal kleine Schriften haben, müssen wir gleich mal gucken, und keine Controller-Unterstützung. Und das ist halt auch das, worum ich gebeten wurde, im Discord vor allen Dingen, dort auf die Steuerung zu schauen, ob das jetzt mit der, ja, mit dem Controller bzw. mit dem Steam Deck passt oder nicht. Das Gute ist, dass hier definitiv schon Controller-Symbole angezeigt werden. Ne? Drück A, halte A, was auch immer. Ist, denke ich mal, ein guter Hinweis, dass das funktionieren sollte jetzt mit der Controller-Unterstützung. Schauen wir aber gleich definitiv drauf. Wir schauen uns eben noch das Intro zu Ende an. Tortured by thirst. Choking down. Until now, our hunt begins again. Falls ihr das Spiel noch nicht habt, jetzt gibt es zum Start der 1.0 einen 10% Discount. Lag vorher bei 34,99, jetzt bei 31,49. Und das Ganze läuft bis zum 22. Mai. So, wir sollen uns ein... Ich habe schon gedacht, der ist gesperrt, weil da ein Schloss dran war. Wir halten uns jetzt nicht groß auf. Ja, versprochen. Wir machen uns jetzt hier mal ganz schnell eben ein Vampir. Moment. Wie komme ich jetzt hier links wieder hin? Menü wechseln, LBRB. Genau, das seht ihr auch unten, dass wir, wie gesagt, dort die verschiedenen Controller-Sachen haben. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dass ich hier runtergehen muss mit RB, mit LB gehe ich wieder hoch. Ja, okay, ist ein bisschen, hätte ich nicht erwartet, aber das ist schon okay, das passt. Ja, komm. Stefano, okay, ja, sehr coole Auswahl. Vielen Dank dafür. Das war wirklich Zufall. So. Wie gesagt, wir haben anscheinend eine Controller-Unterstützung drin. Der Blick geht selbstverständlich in Richtung Frame-Counter. Dort sind wir gerade bei Stable 40. Ich gehe jetzt hier ein bisschen hoch, denn ihr seht unter mir noch ein paar Sachen, die wir, ne, beispielsweise mit dem rechten Trigger, zack, zack. So, wir gehen zur Klippe und springen da richtig schön geschmeidig runter. Wie gesagt, das Spiel läuft jetzt auf Einstellung hoch. Das ist ganz wichtig. Es ist alles auf hoch eingestellt, sodass ihr definitiv selbstverständlich Möglichkeiten habt, das Ganze anzupassen. Ja? Also wenn ihr sagt, ach komm, ich möchte aber gern irgendwie lieber auf Richtung 60 Frames gehen, macht das. Oder gleich, wenn die Gegnerhorden kommen und wir sind dann irgendwie auf 30 oder 20, okay, geht ihr halt einfach ein bisschen runter. Der hält aber schon gut was aus. Okay. Warte mal, konnte ich da was einsammeln? Knochen. Also, das Spiel scheint tatsächlich volle Controller-Unterstützung zu haben. Schriftgröße könnt ihr gut einschätzen, wenn ihr sagt, na, so ganz sicher bin ich mir nicht. Ich hab schon was abbekommen, ne? Was ist denn hier los? Ist das gar nicht schlimm? Dann guckt euch am besten... Moment, Knochenschwert, Knochenring. Okay. Öffne das Inventar, stelle Knochenschwert her. So, wo haben wir das Knochenschwert? Wir gehen auf Herstellung, wir gehen auf Knochenschwert, stellen das her. Mal,
einen Knochenring. Können wir nicht, haben nicht genug Knochen. Kein Problem. Rüsten jetzt das Knochenschwert. Das ist ausgerüstet. Steuerkreuz hoch. Okay, cool. Das heißt, da seht ihr auch, warte mal, was kann ich mit der Ratte machen? Wenn ich das... Habe ich die gegessen? Ich habe die gegessen, für Leben. Sehr cool. Das macht Laune. Ich bin kurz drin. Wie gesagt, ich habe das Spiel, ne, habe ich ja gesagt, ich habe es vorher nicht gespielt im Early Access. Aber das macht halt jetzt direkt schon wirklich, wirklich Laune. Und, warte mal, Blutheilung? Halte X. Oh ne, warte mal, stopp. Hier, Blutheilung. Das war das Falsche, was ich gemacht habe. Okay. Wie gesagt, ganz wichtig, das ist weder ein Skill-Guide noch ein Guide, wie ihr überhaupt das Spiel spielen müsst, sondern einfach nur ein kleiner Showcase, wie das Game in der 1.0 auf dem Steam Deck läuft. Ja, also wahrscheinlich die Leute, die V-Rising bereits im bereits im Early Access gespielt haben, werden sich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was macht der Typ denn da? Tut mir leid, aber ich werde das Spiel definitiv noch ein bisschen mehr spielen, sodass ich auch in Zukunft bessere Moves mache. Wobei, es ist schon, na komm, ne? Also ich bin immer noch nicht gestorben. Ich bin schon, du lebst noch? Guck mal. Den Knochenring, ach so, den Knochenring soll ich jetzt herstellen, alles klar. Ich sollte auch mal nach oben links schauen, denn dann kriegen wir einen neuen Zauberplatz. Okay, also, wir drücken Start, wir gehen ins Herstellungsmenü, nehmen den Knochenring, stellen ihn her. Also, so wie es aussieht, hat das Game vollen Controller-Support. Was wir einmal ganz kurz machen, wir gehen einmal eben in das System rein und schauen jetzt einmal, ob wir die Möglichkeit haben, vielleicht die UI zu skalieren. So, haben wir die Möglichkeit, die UI zu skalieren? Hier ist nur die Steuerung, hier ist die Grafik. Wir können, wir gehen auch gleich mal auf Medium, einfach mal Spaß, um zu gucken, ne, was wir da haben. Moment. So, wir haben FSR 1.0. Okay. Kann man sicherlich... Interessant ist übrigens, wenn ich hochgehe, springt er immer nach ganz oben. Das ist irgendwie... Aber egal, darum geht es jetzt gerade auch nicht. Wir wollen ja gerne... Was aber anscheinend... Ja, wobei... Bild wackeln, Intensität der Vibration... Ja komm, natürlich brauchen wir Vibration. Nein, geht nicht. Wir können die UI nicht skalieren, ist aber auch nicht so tragisch. Wie gesagt, schaut euch das Video gerne auf dem Steam Deck direkt an. So, wieso kann ich jetzt hier nichts umstellen? Na, wenn ich jetzt A drücke, passiert nichts. Ich gucke mal, ob ich per Touchscreen... Per Touchscreen, ja. Okay, das heißt, das ist ganz interessant. Obwohl wir hier eine Controller-Unterstützung drin haben, kann ich aber anscheinend nicht... das einfach so verstellen, sondern muss dann, wie gesagt, einmal über den Touchscreen gehen. Hab das im Hinterkopf. Aber wir sehen, jetzt haben wir mal ebenso gute 10 Frames dazu bekommen. Okay, also zielen mit Zaubersprüchen und Angriffen, den hier halten, also linke Button halten, rechte Stick und... Oh, dann kriegt er einen. Wir öffnen mal eine Gruft, mal schauen, was da drin ist. Ja, das ist gut. Okay, das wollte ich nicht machen, aber ist nicht schlimm. Wir nehmen alles. Erstmal brauchen wir alles. Ne? Wir schauen natürlich auch auf die Map oben rechts. Und laufen weiter. Ja, komm, schießt noch nicht. Zack, zack, zack. Genau. Hier war es jetzt ein bisschen schwierig, den Gegner zu sehen.
Kamera kann ich nämlich nicht drehen, so wie es aussieht. Ist aber auch gar nicht so tragisch. Hier laufe ich jetzt auf mein Ziel zu. Die Knochen, die ich nicht sehe, nehme ich natürlich mit. Wo sind wir denn gerade? Oder können wir uns entscheiden, wo wir hin wollen? Empfohlen? Komm, wir gehen zu Empfohlen hin. Ich will ja nicht vor der Cam hier irgendwie... Oh, was greift er mich? Helena, wer bist du denn? Okay. Los geht's. Kämpfen wir gegeneinander, Helena? Weiß ich nicht. Ich glaube, oder? Nein, wir kämpfen zusammen. Okay. Meine Knochen, danke. Ah, das macht Laune, das Game. Das macht wirklich, wirklich Laune. Das macht Spaß. Oh, triff Feinde mit Schattenblitz. Das machen wir doch sehr gerne. Ah, guck mal, Kamera drehen. Haha. Sehr geil. Das ist cool. Definitiv. Ich würde es eher auf dem rechten Stick erwarten. Da werde ich mich definitiv ein bisschen dran gewöhnen müssen. Ist aber nicht so schlimm. Ehren? Es ist halt Blutgruppe geändert. What? Das ist halt, wie gesagt, erste Mal wie Rising für mich. Hier sind einfach viele Dinge gerade noch echt neu. Ne? Okay, mit RB können wir kontern. Zum Ziehen halten. Was will ich denn ziehen? Weiß ich auch nicht. Okay, Blutgruppen, Blutqualität. Knochenschildrüstung. So, wir können was Neues freischalten, beziehungsweise was Neues herstellen. Und, ach guck mal, richtig viel. Das können wir noch nicht, das können wir auch nicht. Aber, ich habe glaube ich meinen Ring gar nicht ausgerüstet vorhin, oder? Ja, doch, der wird anscheinend. Die Sachen werden anscheinend automatisch ausgerüstet. Okay. So, Helena, ich komme. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Da musst du nicht alleine durch. Ach, guck mal, ich bin schon Level 8. Gar nicht mal so schlecht. Den machen wir zusammen fertig, die Gegner. Oh, was war das denn? Wieso ist denn sie jetzt auf einmal Level 10? So aus dem Nichts. Aber okay. Helena, ich gönne dir das. Ach, guck mal, jetzt sehe ich auch gerade unter mir, steht auch bei der Kamera Y. Okay, mit X haben wir hier dieses Venedabi. Oh Gott, okay. Ey, Wrack-Ass. Guck mal, wir können ein bisschen Holz sammeln. Pflanzenfasern. Das ist cool, das macht Spaß, das Game. Es läuft echt richtig gut. Helena, wo bist denn du? Weil ob ich hier so ganz alleine... Ah, guck mal, da hinten ist, glaube ich, jemand Neues. So ganz alleine möchte ich ja auch nicht her. Ich nähre mich an eurem Blut. Und helfe ein bisschen Rag-Ass. Ja? Da kommen meine Hades-Skills durch. Übrigens, Hades, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was ich mir nicht vorstellen kann, ist vorgestern, weiß ich gar nicht, direkt im Early Access gab es einen Shadow Drop. Von daher, wenn ihr Hades 2 noch nicht gespielt habt, unbedingt spielen. Unfassbar gutes Game, den, muss ich den töten? Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war. Genau, Hades 2, schaut euch das Game an. Das ist echt richtig, richtig gut. Ich hatte mir den Playtest auf dem Steam Deck angeguckt. Läuft einfach unfassbar gut. Ihr könnt das Spiel sogar auf, ich glaube, TDP auf 9 Watt stellen. Das läuft trotzdem auf dem OLED mit 90 Frames. Wie gesagt, unfassbar gutes Spiel. Unbedingt kaufen.
Aber hier muss ich sagen, von dem Game bin ich gerade echt richtig positiv überrascht, weil ich halt keine Ahnung hatte, was mich erwartet, ne? This cannot be the end. Oh. Kommt jemand? Ich höre jemand. Ich warte noch. Sonst respawnen wir. Meine Gefallen. Ja, da muss ich hin. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Die hole ich mir wieder. So. Was ist dieses zum Ziehen halten? Was soll mir das bringen? Weiß ich nicht. Mein Knochenschwert habe ich. Die Hosen habe ich anscheinend noch an. Das ist gut. Das kann ich halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo kriege ich robuste Tierhaut her? Muss ich auf jeden Fall holen. Und dann machen wir das. Ja. Ich würde sagen, das Spiel kann was. Definitiv. Schon eine coole. Also ich muss mich da definitiv ein bisschen. Ach, robuste Tierhaut. Ja, schauen, wie die Mechaniken genau funktionieren. Aber mit dem Nähren kann ich mich dann anscheinend ja meine Blutgruppen ändern, was das letztendlich alles bedeutet, welche Vorteile, Nachteile ich habe. Das muss ich mir alles noch anschauen. Ach, guck mal, das kann ich jetzt. Ah, nee, mir fehlen Knochen. Okay, wir holen uns jetzt noch ein paar Knochen. Und dann würde ich sagen, wenn wir das Ziel oben links erreicht haben, dann können wir auch das Video beenden, dass ihr euch das Spiel selber kauft und spielt, weil es halt echt Spaß macht. Wichtig ist aber, wie gesagt, habt im Hinterkopf, dass es nicht bei mir jetzt zumindest funktioniert, falls ihr das Video jetzt irgendwie übersprungen habt oder so, es hat jetzt nicht direkt funktioniert, beziehungsweise die Qualität zu ändern von hoch auf mittel. Dafür musste ich den Touchscreen benutzen. Das heißt, da hatte ich ein bisschen Probleme, einfach mich im Menü so zurechtzufinden, wie ich möchte. Okay. It is not time to strike. Okay. Genau, da hatte ich ein paar Probleme, mich zu bewegen, navigieren im Menü. Ist aber, wie gesagt, kein Problem. Wenn ihr da einmal den Touchscreen benutzt, bekommt ihr das hin. Die Steuerung im Spiel, scheint definitiv problemlos zu funktionieren. Mit der Controller-Steuerung, also da wirklich absolut keinerlei Bedenken. Oh shit. Keinerlei Bedenken von meiner Seite. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier lieber weg. Genau, keinerlei Bedenken von meiner Seite. Steuert sich richtig gut, richtig knackig, läuft richtig gut das Spiel. Wieso verfolgen mich diese blöden Viecher? Und jetzt stellt ihr euch tot, wenn ich komme? Was seid ihr denn für. Oder weil ihr da aus diesem Gebiet rausgegangen seid. Kein Plan. Ich glaube, ich muss mal dahin, wo meine Beute liegt. Ich wollte das Video eigentlich schon beenden vor ein paar Minuten. Aber es macht mir gerade einfach ein bisschen zu viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das hier? Falls ihr V-Rising bereits im Early Access gespielt habt und jetzt dieses Video hier seht, das 1.0 Release, schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, was euch für Änderungen auffallen. Also einerseits natürlich bezüglich Steuerung, andererseits bezüglich irgendwelcher anderen Änderungen, falls ihr was seht. Denn das ist natürlich für all die Leute interessant, die hier zuschauen,
und die sich das halt eventuell ja selber fragen, was denn jetzt anders ist, weil sie vielleicht im Early Access gehört haben, dass das so und so ist. Und genau, also da könnt ihr, glaube ich, dann schon, zwei Knochen fehlen noch, da könnt ihr dann gut helfen. Von daher gerne ab in die Kommentare damit. Was ist das für ein komischer... Ach, guck mal, jetzt bin ich... Ah, okay. Deswegen ist Helena wahrscheinlich vorhin hochgegangen. Denn durch eine bessere Ausrüstung scheinen wir anscheinend auch hochzuleveln. So, dann kriegen wir gleich ein Rezept für Knochenäxte, Knochenkeule. Ihr seid... Okay. Keine Verbündeten. Ich muss mich mal ein bisschen nähren. Boah, was sind denn das für dicke Viecher da oben? Yet another accomplishment. Okay, kann ich das schon herstellen? Knochenkeule kann ich herstellen, okay. Die Äxte noch nicht, da fehlen mir vier Sachen, vier Knochen. Jetzt müssen wir mal schauen, die... Was passiert? Was war das denn jetzt? Wenn ihr ins Menü geht, das Spiel pausiert nicht. Ich darf nicht stehen bleiben. Was ist das hier für ein... What? Sonne? Ist das die Sonne, die mich tötet? Guck mal, schon wieder. Alter. Da weiß ich auch nicht, was das war. Da muss ich nochmal gucken. So ein Mist. Ich gehe davon aus, weil die Sonne scheint oben rechts, muss ich gucken. Kein Plan, ich bin tot. Vielleicht kommt ja jemand und belebt mich wieder. Ansonsten bleibe ich da jetzt liegen, bevor ich respawne. Macht richtig Spaß, das Spiel läuft richtig gut. Steuerung richtig gut, richtig, richtig gut. Absolute Empfehlung von mir, sogar noch 10% Sale. Wie gesagt, ab in die Kommentare, was ihr zu dem Game meint. V-Rising auf dem Steam Deck, Empfehlung von mir. Ich bin raus, ich muss üben, ich muss meinen Loot wiederholen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.